Herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Millennia. Wir machen weiter und haben hier einen sehr spannenden Vorfall mit Campo Grande an unserer Grenze. Die wollten wir mal vernichten. Das Problem ist, sobald wir eine Stadt angreifen und vernichten, bekommen wir Chaos. Aber das wäre besser, als wenn es die Kanadier erobern. Jetzt heißt es Daumen, nein, Daumen drücken. Aber ich hätte es nicht verhindern können, verdammt. Das ist jetzt natürlich eine Katastrophe, Freunde. Das hindert uns jetzt halt aber mal sowas von an unserer Ausbreitung. Ach du Schande. Ich wusste noch, dass genau das passieren kann. Und dachte mir, naja, sie sind dann weggezogen. Ich muss das mit meinen Armeen nicht selbst machen. Ah, ich meine, wir haben noch den Vorteil, wir verstehen uns noch ganz gut. Ja, wie lange das der Fall sein wird, wird sich zeigen. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. Vor allem Rom ist unsere Hauptstadt. Die kann sich jetzt nicht mehr so gut ausbreiten. Aber umso wichtiger wird's, dass wir natürlich mit unserem Pionier dorthin marschieren. Und zwar hierhin bitte. Und mit euch laufe ich mal hier wieder hoch. Ja gut, können wir nichts machen. Es ist wie es ist. So, wir haben aber Verbesserungspunkte. Wir brauchen hier Nahrung. Und auch hier brauchen wir Nahrung. Und ich würde natürlich auch endlich gerne mal eine Mine. Oh, eine Minebauer braucht noch mehr. So. Die Sache ist, jetzt würde eigentlich Sinn machen, eine Mühle zu bauen, um aus den zwei Weizen Mehl zu backen. Aber wohin? Ich habe keinen Platz. Ich muss das auf ein fruchtbares Grasfeld bauen, leider. Und es würde jetzt keinen Sinn machen, keine Mühle zu bauen. Weil die Mühle bringt uns halt... Wobei, jetzt muss ich kurz überlegen. Die Mühle macht aus einem Weizen... mal 2 Mehl mal 6. Also aus 3 Nahrung... Ne, warte mal. Bringt uns jetzt nicht aktuell der Weizen sogar 4 Nahrung? Wegen Stärkung 5 Getreidesorten? Verliere ich dann den Bonus? Das heißt, ich mache aus 4 quasi 6 Nahrung. Das heißt, ich gewinne mit einer Mühle in dem Moment 4 zusätzliche Nahrung, wenn ich das richtig rechne. Was genauso passieren würde, wie wenn ich einfach noch ein Weizenfeld baue. Verstehe ich das gerade richtig? Und das Weizenfeld ist sogar günstiger, also das Bauernhoffeld. Ja, wir machen das jetzt so. Zack. Ja, kann ich so mitleben. Baue ich halt noch keine Mühle. So. Ach du Schande, Steinmauern. Natürlich, Steinmauern, klar. Aber ja, wir spielen ja auf Großmeister. Ich weiß nicht, wieso ich mich immer noch über sowas wundere. Oh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werden die Kanadier auch noch das Barbarenlager dann vernichten. Da wollte ich ja auch noch gerne hin, aber okay. So, warte mal. Ich werde mal das mit STRG mir schon mal sichern hier, dass ich das nicht vergesse. Und das hier ebenfalls, genau. Die Erinnerungen habe ich gemacht. Hier habe ich sie auch. Gut, Kultur könnten wir beschleunigen. Das machen wir mal. Ah, warte mal, wir haben erstmal die Forschung abgeschlossen. Disziplin. Damit haben wir hier auch alles. Und jetzt brauchen wir noch eine Forschung. Ich würde fast... Naja, doch die Verhüttung, glaube ich. Ja. Denn wir haben jetzt ein paar Hügel. Dann können wir die Verhüttung nutzen. Danach gehen wir direkt ins Zeitalter der Könige. Wie viel Heureka bekommen wir denn? 25, das wäre ungefähr das Dreifache. Wir würden genau die drei Runden direkt erledigt haben. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Oder 7 Wissenspunkte. Das rechne ich mal einmal schnell. Der klassische Rechner. 7 mal 0,25. Das sind 1,75 mal, ich glaube 8 Runden waren es. Das heißt, wir würden 14... Ja gut, das hätte man auch im Kopf so rechnen können. Wir würden 14 Wissenspunkte bekommen, wenn ich jetzt regionale Effizienz mache. Das heißt, mit dem Heureka bekommen wir schon ordentlich mehr Wissen. Klar, hier würde ich natürlich auch noch Nahrung bekommen, schnellere Bevölkerung und so weiter. Lokale Reformen. Ich mache mal regionale Effizienz, das heißt lokale Reformen, entschuldigt. Ich werde das Heureka auch nochmal benötigen, um hier meine Stadt zu erweitern. Aber ich würde jetzt trotzdem, glaube ich... Ja, das Heureka... Ja, doch, ich glaube, ich nehme das Heureka. Wir müssen in der Forschung vorankommen. Wir müssen in der Forschung vorankommen. So, in 7 Runden haben wir wieder eine Kultur verfügbar.
Ja, nahrungstechnisch lohnt sich gerade auch alles nicht so sehr. So, hier werden wir mal die Bewegung noch fortsetzen. Hier ebenso. Und dann können wir eigentlich schon wieder die Runde beenden. Das Problem ist, Rom wird sich jetzt vor allem auf dem Wasser ausbreiten, was ich eigentlich nicht brauche. Das bringt mir nicht so viel. So, hier ist der Weg klar. Ihr marschiert auch in den Norden, bitte. Ich kann mir mittlerweile auch Speerkämpfer leisten, aber je länger ich halt nicht upgrade, desto länger zahle ich weniger Geld. Das ist quasi so mein Gedanke in der Geschichte. Bogenschützen dürfen auch in den Norden laufen und ihr bleibt, wo ihr seid. So, wieso haben wir jetzt hier wieder genügend Nahrung? Wodurch kommt das? Hatten wir hier nicht gerade noch ein größeres Nahrungsproblem? Aber Nahrung sieht aktuell überall echt solide aus. Man kann sich nicht beschweren. Hier könnten wir uns ein Weideland holen. Das produziert dann Abfall für die Zukunft. Aber wir bekommen drei Nahrung, zwei Vermögen und auch den Erkundungspunkt. Oder aber ich hole mir hier schon mal den Förster für schnellere Produktion. Das machen wir mal. Ja, damit haben wir auch den Förster. Perfekt. So, Bewegung wird fortgesetzt. Ja, gehen wir noch in die Wüste dann. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Und Technologie, Verhüttung ist durch. Jetzt geht es ins Zeitalter der Könige mit etwas Verspätung und uns fehlen natürlich auch noch Technologien. In Rom sollten wir jetzt natürlich die Bibliothek als erstes, denke ich, wobei ein Kran, ein Verbesserungspunkt, den nehme ich noch mit. Danach die Bibliothek, danach wahrscheinlich das Aquädukt und Palermo. Da könnten wir den Wachturm bauen, weil wir brauchen die Erkundungspunkte ebenso. Ja, das mit der Unruhe ist auch so eine Sache. Die wird nochmal zunehmen mit der Zeit. Regionslevel ist noch groß genug. Ja, komm, die Palisade hole ich mir auch noch. Dauert alles nur eine Runde, dann haben wir das endlich mal. Damit kann ich leben. Beenden wir mal die Runde. So, jetzt haben wir uns hier ausgebreitet, wie es geplant war. Was ist hier passiert? Oh, da war gerade eine Barbareneinheit und die Kanadier haben die für uns platt gemacht. Und Kanada hat nicht mal mit der Schulter gezuckt. Die haben da keine Truppen verloren oder irgendwas. Okay, das war wild. So, in der nächsten Runde kann ich hier meinen Außenposten bauen. Der Bogenschütze kommt da hoch, bitte. Hier kommt auch dort hoch. Gut, dass ich noch durch Kanada durchmarschieren kann. Ich brauche dringend, glaube ich, einen Gesandten, um mit Kanada noch Beziehungen zu verbessern. Das wäre sehr wichtig, glaube ich. Die sind halt hier, also die sind halt jetzt super nah an uns. Mit Kanada dürfen wir uns aktuell nicht anlegen. Da möchte ich gerne Frieden haben. So, jetzt ist gerade wieder die Frage, will ich hier Grabhügel bauen? Wir werden hier auch Hygieneprobleme bekommen. Natürlich kann man hier auch auf andere Sachen sparen. Und wir würden halt hier fruchtbare Felder dafür opfern müssen. Deswegen bin ich da irgendwie noch kein Fan davon, glaube ich. Aber hier zur Vervollständigung würde ich, glaube ich, jetzt noch einen letzten planen und dann reicht es auch erstmal wieder. Oh, Freunde, wir haben ein Problem. Wir haben Säbelzahntiger. Und wie stark ist Preskia mittlerweile? Stadtmiliz der Stufe. Ist das eine Stadtmiliz der Stufe 2? Nee, wir haben zweimal Stadtmiliz der Stufe 3. Die müssten sich eigentlich verteidigen können. Ich habe ein bisschen Panik, ob das vielleicht dann doch nicht klappt. Wieso dauert das jetzt zwei Runden? Hat das nicht eigentlich eine Runde gedauert? Na gut. Und wir holen uns dann die Bibliothek wahrscheinlich. Wir brauchen die Wissenspunkte. So, was macht ihr den ganzen Tag? Geht mal noch in den tiefen Wald für die Produktion. Genau, es dauert nämlich nur noch eine Runde. Perfekt. So ist das doch in Ordnung. Ich würde jetzt natürlich gerne den Hügel mal ausbauen mit einer Mine. Das beunruhigt mich auf jeden Fall ein bisschen. Ah, hier ist auch einfach jetzt Ende Gelände. Ja, dann kommen wir hier jetzt gar nicht mehr raus, oder? Doch, hier komme ich noch raus. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier runter noch. Ah, hier drüben sind wir aktuell. Warte, was sind wir jetzt denn? Ah, wir sind jetzt den ganzen Weg da durchgelaufen. Spannend.
Ui, hier sind ziemlich viele schwedische Armeen und die haben Feindseligkeiten mit uns. Schauen wir mal, ob wir an denen vorbeikommen. Wir können wieder ein Nutzschiff erstellen, das ist super. Das wird uns hier wieder die Nahrung sichern für die nächste Zeit. Das heißt, ich muss eigentlich überhaupt nicht auf Nahrung gehen. Ich habe nur aktuell keine Alternative zur Nahrung. Ich meine, ich kann ja auch noch nichts Sinnvolles bauen gerade. Papiermacher würde uns halt nur Vermögen bringen. Er würde immerhin Diplomatiepunkte bringen, aber ich würde halt Produktion verlieren. Und ich brauche am Anfang halt auch durchaus Produktion. Und bei der Sägegrube... Ja gut, bei der Sägegrube bekomme ich einen Ingenieurspunkt, aber ich weiß gar nicht, wie das ist, ob die ohne Probleme funktioniert, auch wenn ich nur einen anstatt drei Stämme habe. Weiß ich nicht so richtig. Ja. Beenden wir mal die Runde. So. Oh Gott. Das sind sehr viele schwedische Armeen. Eventuell habe ich jetzt Panik. Also die sind noch sehr weit weg. Aber das sind richtig viele Truppen. Jetzt, wenn ich das jetzt einschätzen könnte. Wir machen mal den Weg hier. So, aber jetzt kann ich... Oh Gott, hier kann ich nicht laufen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu gefährlich vielleicht, hier durchzulaufen. Aber wir könnten das mal wagen. So, also bevor wir es jetzt hier noch vergessen, baue ich jetzt hier, denke ich, wie geplant den Außenposten hin. Zack. Sind wir angrenzend, haben dann neues Land für Rom. In 4 Runden kann ich den Außenposten auch holen. Die Kanadier können uns aber jetzt auf jeden Fall erstmal nicht den Krieg erklären. Das ist ganz gut. So, unser Ziel ist auf jeden Fall, die Barbaren anzugreifen. Aber dafür brauche ich jetzt hier noch meine Truppen. Gut. Wir müssen hier auf den Gesandten mal sparen noch. Und wir haben wieder Verbesserungspunkte übrig. Und hier wollte ich eigentlich jetzt mal eine Mine bauen. Dafür müsste ich noch eine Runde warten. Hier oben ist eh noch nichts möglich. Ja, dann warten wir, denke ich, jetzt hier mal und werden die Mine bauen. Und die Säbelzahntiger sind einfach weitergelaufen. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, wann können wir eigentlich... Oh, wir könnten Verona auch integrieren. Und zwar schon in 4 Runden. Dann hätten wir halt direkt hier Eisen. Eisen. Okay, das ist natürlich spannend noch. Und wir haben auch da oben noch eine Kriegereinheit. Und wir könnten hier uns in den Süden entwickeln. In Richtung noch des Viehs und der Kohle vielleicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber dann hätten wir halt wirklich ein Kulturproblem wahrscheinlich. Weil mit 4 Regionen direkt wird es schon ein bisschen kniffliger. Da habe ich auch gar keine Vasallen mehr. Weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. So. Aber ich möchte jetzt das erstmal so finden, dass ich in Richtung der Barbaren marschiere. Und ich denke, es reicht, dass ich das mit 3 Einheiten mache, oder? Ja, das sollte nichts passieren. Im Zweifel kann ich die noch upgraden vorher rechtzeitig. Wir haben noch hier unten einen Murcia. Da wäre es vielleicht noch schlau, einen Gesandten dann doch hinzuschicken, den ich bald bekommen kann. Das ist die letzte neutrale Siedlung, die es gibt. Die sollten wir uns vielleicht noch versuchen zu... Gut, da oben gibt es auch noch eine, aber die ist sehr weit weg. Aber die da unten können wir uns noch schnappen, wenn die Schweden die sich nicht schnappen. Dafür bräuchte ich aber halt eine militärische Einheit. Die würde ich, glaube ich, mal jetzt darunter schicken. Wie viele Diplo-Punkte bekomme ich? 2 pro Runde. Ja. Dann sind wir aber mal ehrlich... 4, 20, 26, 28, in 4 Runden. Ich bin aber erst in 6 Runden da und da werde ich, glaube ich, auf Risiko gehen. Das heißt, den lassen wir mal hier in Tarent und den hier schicke ich noch nach Norden. Dann haben wir eine 4er Armee mal. Gut. So, bevor ich es jetzt wieder vergesse, wollte ich ja hier unten endlich eine klassische Mine bauen. Zack. So. Wir haben nur schon wieder Nahrungsprobleme. Aber es ist noch ein Weizenfeld. Fluss vorhanden? Terrain? Gibt es einen Bonus? Terrain plus 2 Nahrung? Wartet mal. Terrain plus 2 Nahrung? Fluss? Ein Fluss gibt uns mehr Nahrung? Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Da ist auch ein Fluss. Warte mal, kriege ich da oben dann auch noch ein besser?
bessere Nahrung. Spannend. Oh Gott. Die könnten mich sowas von killen. Wenn ich jetzt aber zurücklaufe, dann laufe ich halt auch in Richtung der neutralen Stadt. Aber... ja doch, die werden uns... ja, komme ich ziemlich zurück. Sonst machen die mich platt. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Gut, 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 gut. Der Rest läuft aber alles nach Plan. Jetzt ist tatsächlich die Frage, ich glaube, wir warten noch mit Verona, bis wir auf jeden Fall wieder die Kultur haben, um das hier auf jeden Fall sicher mal zu integrieren. Hier ist eine zweite Stadt noch nicht direkt relevant. Da haben wir, denke ich, ein bisschen Zeit auch noch im Zweifel. Ich hätte jetzt da auch einen Händler vielleicht noch hinschicken müssen und so, um den Vasall zu pushen. Egal. Genau, beenden wir die Runde. Weiter geht's. Campo Grande. Oh Mann, das ist jetzt ein Dorn in unserem Auge, dieser Campo Grande. Oh Gott. Babylon hat eine Warnung an uns gesendet. Und, warte mal, wo genau war das gerade? Ach, das sind die Säbelzahntiger. Ja, die wollen es jetzt wirklich wissen und Prescia wahrscheinlich angreifen. Kann ich da zufällig schnell eine Armee bauen? Nur einen berittenen Kundschafter. Speerträger dauert 2 Runden. Den könnte ich beschleunigen, das wäre aber sehr teuer. Das machen wir mal nicht. Aber ich werde trotzdem mal einen Speerträger bauen. Und ich stelle mich einfach jetzt mal dann nächste Runde in Prescia an. Ich hoffe, Prescia überlebt. Sonst wäre das sehr traurig. Okay. Ja. Oh nein, wir sind zu spät. Wir sind zu spät. Ich könnte jetzt natürlich noch mit Gewaltmarsch. Das ist gar nicht so teuer gerade. Dauer kostet nur 15 Kriegspunkte. Könnte ich noch angreifen. Was ist denn da übrig? Ah, die Palisade ist ziemlich down und der Barbarenverteidiger ist schon tot. Was ist denn da noch übrig? Nur noch die Palisade? Dann machen wir das. Ich will den Bonus haben. Dann werden wir den Gewaltmarsch nutzen. Und ich werde aber nicht upgraden. Wir haben 100% Siegeschance. Ja, okay, das ist ja witzig. Das ist nur die Palisade, die noch steht. Dann haben wir jetzt das Barbarenlager erledigt. Wir könnten einen Spießträger bekommen, aber auch Chaos. Nee, ich nehme 20 Produktion für Rom. Oh, haben wir nicht sogar Feindseligkeiten mit den Babylonen? Nee, haben wir nicht, aber wahrscheinlich bald. Wir fragen mal nach offene Grenzen, da wahrscheinlich... Die könnten mich angreifen, das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Ich werde jetzt meine Truppen hier aufwerten. Denn dann habe ich starke Truppen, dass sie das nicht wagen werden. So. Okay, perfekt. Rom ist auch perfekt gewachsen, damit haben wir jetzt noch einen Wissenspunkt. Und ja, jetzt brauchen wir das Aquädukt als nächste Sache. Schön. Ja, in Rom wäre es sinnvoll, mal noch ein paar Sachen zu bauen mittlerweile. Nahrung geht sogar einigermaßen. Ich könnte natürlich noch einen Fischer bauen. Oder aber ich gehe vielleicht jetzt doch mal ein bisschen auf Holz hier. Ich baue mal einen Förster, bitte. Wo ist der Förster? Hier. Das sind natürlich jetzt nur 2 Produktionen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Hier haben wir natürlich sehr viel Holz. Wir könnten theoretisch hier mal tatsächlich noch eine Sägegrube bauen. Das gibt uns auch nochmal einen Ingenieurspunkt. Vielleicht ist das gar nicht so dumm, die Idee. Ich überlege, ob ich noch eine Armee tatsächlich in Richtung von Palermo schicke. Ich glaube, ich schicke die jetzt trotzdem da mal los. Ich erinnere mich an den Gesandten mit STRG. Dann laufen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann laufen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier ziehe ich mich jetzt einfach eiskalt zurück. Und wir schauen jetzt, was diese Säbelzahntiger machen. Ich hoffe sehr, Prescia überlebt den Angriff. Sonst hätten wir das nächste Fiasko. Vor allem, weil ich da auch schon eine Mine gebaut habe. Die sind erstmal weggelaufen. Babylonien, offene Grenzen wurden abgelehnt. Welch Wunder. So, die sind jetzt genau auf meine Mine gegangen. Wollen die Palermo angreifen? Da habe ich aber auch... Da habe ich sogar 5 Stadtmilizen. Was? Echt? 5 Stück? Krass. Ach ja, klar, ich habe 2 Städte. Das Problem ist, ich kann die jetzt natürlich nicht erledigen. 100% Niederlage, aber ich stelle mich mal nach Prescia. Vielleicht greifen sie mich ja dann dort an. Wieso dauert... Okay, 16 Gold, die gebe ich aus. Dann können wir jetzt Rom mit dem Außenposten pushen. Zack.
Damit ist Rom natürlich schön gewachsen. Haben wir schon Abfall hier gesammelt? Erst einen Abfall. Ich kann ja den Abfall auch in Produktion umwandeln und ich würde halt damit auch die Hygiene steigern. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier diesen Talentbonus noch bekomme. Vielleicht sparen wir tatsächlich auf eine Müllgrube. Ah, die würde ich aber nächste Runde leider noch nicht bekommen können. Müsste ich zwei Runden jetzt sparen. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas Spannendes für meine Armeen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir kriegen aber hier Unruhe. Das ist natürlich schlecht. Ich bräuchte hier einen... Ja. Wir bauen eine Stadtwache, komm. Ich hoffe, das reicht noch. Sollte hoffentlich reichen. Gut. Ja, okay. Sparen wir auf die Müllgrube, die uns auch noch Produktion bringt. Ah, auf der anderen Seite wollte ich auch gerne jetzt mal die Sägegrube bauen. Die uns halt auch noch einen Ingenieurspunkt bringt. Ich glaube, das macht gerade mehr Sinn. Haben wir gemacht. Theoretisch sollten wir jetzt noch Stämme bauen. Du darfst weiterlaufen. Du wartest hier mal. Wo wollte ich dich hinschicken? Ich glaube hier nach links, ne? Ja. Mensch, hier gibt es ja noch neue Gebiete zu erkunden. Wer hätte damit gerechnet? Ja, wir laufen jetzt einfach den Weg im Süden zurück. Und schauen, was der Säbelzahntiger machen wird. Greift der Palermo an? Da habe ich jetzt auch den Speerträger noch bekommen. Greift der Presk hier an? Mit den Stadtmilizen und unserer Einheit. Nein, der läuft einfach nur nach Süden. Okay. Wild. Ach stimmt, ich wollte jetzt natürlich noch Verona integrieren. Ich glaube, weitere 7 Runden zu warten macht wenig Sinn. Jetzt dauert es 12 Runden. Das ist schon sehr lange jetzt. Aber dafür können wir jetzt hier direkt profitieren. Aber auf die Mine müssen wir ein bisschen warten. Der erste darf hier aber, denke ich, oh Gott, ja, in den Wald gehen, bitte. So. Jetzt haben wir hier unten auch ein paar Armeen. Kann ich mit einem bloßen Speerkämpfer, da kann ich nur einen Unentschieden bekommen, verdammt. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd. Kriegt der, wenn ich den aufwerte, nochmal Bewegungspunkte? Leider nicht, schade. Hätte ich vorher machen müssen. Gut, dann kann ich da gerade jetzt nicht helfen. Ist der in der Verteidigung ganz gut? 10. Ja, dann kann ich mich... Ah ne, ich bleibe jetzt im Preskia stehen. Der steht jetzt leider ein bisschen im Weg. Vielleicht will er einfach nur durchlaufen. Okay, eine Armee von Australien. Werden wir hier noch erkunden gehen? Bewegungen fortsetzen? So. Genau, Palermo, du bleibst. Genau, hier wollte ich die reformieren. Haha, geht nicht. Weil wir nicht mehr die Punkte haben. Aber ich wollte jetzt hier, glaube ich, eigentlich noch eine Sägegrube bauen. Einfach um nochmal ein bisschen die Produktion zu pushen hier mal. Förster, perfekt. Pushen wir hier mal die Produktion. Nach dem Aquädukt wird es auf jeden Fall Zeit fürs Monument. Wir müssen uns jetzt schnell ausbreiten in Rom. Gerade, dass der Campo Grande uns keine Probleme macht. Ach ja, Verona ist jetzt natürlich die Stadt, die ich integriert habe. Und auch hier fange ich wie immer an. Erst Produktion, Arbeiterlager und Lager. Wir haben Regionslevel von 2, damit ist erstmal alles entspannt. Und ja, wir bräuchten eigentlich noch mehr Verbesserungspunkte. Man hat nicht genug. Oh Leute, wir haben fast die 60. Das wird uns nahrungstechnisch richtig nach vorne katapultieren. Dann werden wir erstmal ziemlich lange 200% Nahrungsbonus haben und brauchen quasi keine Verbesserungspunkte für Nahrung investieren. Und das ist schon, finde ich, sehr stark an den Hügelbauern, dass man das da noch bekommen kann damit. Okay, die bleiben einfach stehen. Die bleiben da eiskalt stehen. In der nächsten Runde müsste ich sie dann angreifen können mit 2 Speerkämpfern. Gut. So. Was, Verona bekommt jetzt schon Unruhe? Ach ja klar, die Anzahl der Regionen, oh Gott. Das ist natürlich ein Problem, was ich immer vergesse. Ich habe jetzt aber hier habe ich es jetzt im Griff. Ich habe es jetzt eigentlich aktuell überall im Griff. So, ich habe jetzt hier eine recht starke Armee. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich die Armee brauchen werde, um ehrlich zu sein.
könnte natürlich den Vasall der Schweden erledigen, aber dann kriegen wir auch noch Probleme. Oh ja, wisst ihr, was jetzt natürlich richtig ärgerlich ist? Der Gesandte. Ich muss erst den Säbelzahntiger erledigen. Ich kann den aber schon mal hier jetzt erstellen. So. Dann holen wir uns jetzt diesen Bonus. Damit haben wir jetzt überall 200%. Das ist sehr stark. Wir warten mal noch eine Runde, dann können wir wieder, ja, vielleicht eine Eisenmine mal bauen. Das wäre auch wichtig. Nutzschiff. Das nächste Nutzschiff werde ich mir merken. Das dauert aber noch sehr lange. Ja, du wartest hier. Wir laufen hier oben einfach noch ein bisschen weiter. Hier wird die Bewegung fortgesetzt. Hier wird die Bewegung fortgesetzt. Wir haben jetzt quasi den Süden erkundet. Und genau, dann beenden wir hier nochmal die Runde. So, bleiben die Säbelzahntiger? Gehen sie. Oh! Was entdecke ich denn jetzt hier? Im Zeitalter der Könige. Auf den Hügeln haben wir ganz viel. Was war das jetzt? Tabak? Tee? Zeitalter der Könige. Und die Vereinigten Staaten haben uns auch direkt Feindseligkeiten erklärt. Toll. So, warte mal. Erstmal können wir hier natürlich den Hauptstadtangriff verwenden. Der hilft schon sehr gut. Und ich nehme nur die eine Einheit jetzt und vernichte die Säbelzahntiger. Da greift mich einer noch ein bisschen an. Zack, erledigt. Ah, hä? Jetzt bin ich wieder... Okay. Der Förster. Kann ich mir den leisten? Nee. Den kann ich mir nicht leisten zu reparieren. Aber, bevor ich das jetzt vergesse, Sperrkämpfer und Gesandte, gehe ich auf Nummer sicher. Schicken wir jetzt da runter. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Oh, Kaffee. Leute, Kaffee wird wichtig für Wissensboni später noch werden. Das kann ich euch schon mal sagen. Und bevor ich es jetzt hier oben vergesse, werden wir hier noch eine Eisenmine bauen. So, aber Domänenkraft und was wir hier spirituelle Kräfte, Nationalgeist meine ich. Bevor wir das alles wählen, mache ich mir nochmal genaue Gedanken. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wir bekommen auch bald wieder eine Innovation. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius.